Schönen Dienstagnachmittag, jetzt mit einem kurzen, kompakten Nachrichtenüberblick. Lang war der Bericht erwartet worden. Heute fällt die sogenannte Hypo-Untersuchungskommission ein geradezu vernichtendes Urteil. Bei der Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria im Jahr 2009 hätten so ziemlich alle Ebenen versagt. Eine Verstaatlichung wäre nicht unbedingt notwendig gewesen und die Regierung habe keine Strategie verfolgt. Wo ist das Strategiepapier, das das BMF erstellt hat, ähnlich wie die Bayern? Also wo sie sich wirklich überlegt haben, was sind die Handlungsalternativen, was sind die Auswirkungen? Auch das Land Kärnten und die Nationalbank werden in dem Bericht scharf kritisiert.